Oh, Glück auf, meine lieben Freunde der gepflegten Musikunterhaltung, Essensunterhaltung, wie auch immer. Heute sind wir wieder dabei bei einem neuen Unboxing-Video. Band habe ich dieses Jahr das erste Mal gesehen live und ich fand sie ziemlich, ziemlich gut, war Wolf. Mit dem aktuellen Album hatte ich mich dann mal so ein bisschen bei YouTube reingehört. Spotify von Kerger Tod und Deifel, wenn ich das glaube ich jetzt richtig ausgesprochen habe. Ja, und ich habe mir natürlich jetzt eine schöne Box zusammenstellen lassen. Also ich glaube, es ist mit Abstand auch die geilste Box, die ich jemals hatte. Bis jetzt. Und ja, ich habe jetzt nochmal die CD herausgeholt. Einfach um nochmal ein bisschen zu kicken. Aktuelles Album. Wunderschön, aber wir kommen jetzt zur Box. Das ist geil. Das ist einfach mal eine richtig geile Holzbox. Hammerkrass. Wirklich schön. Ich weiß gar nicht, was ich euch sagen soll. Die ist wunderschön. So, jetzt tun wir ein bisschen runterfahren. Ich zeige euch jetzt mal den Inhalt noch mit. So, der Inhalt dieser Box. Alter, ist das schön. Ist das schön einfach nur. Das ist einfach, ich weiß nicht, das ist so viel Liebe da drin in so einer Box. Ich weiß nicht, ich habe schon andere Boxen gesehen und da bin ich jetzt einfach geflasht. In dieser Box enthalten ist natürlich einmal, wie gesagt, das aktuelle Album und zwei andere, die ich aber selbst noch nicht gehört habe. Doch. Die Sagenlieder habe ich mir auch schon mal etwas davon reingezogen. Muss ich mir aber definitiv nochmal komplett durchhören. Und ich glaube, das ist, glaube ich, eins mit der ersten noch mit. Das ist ja auch mit das ältere Logo. Kann es auch jetzt gerade nicht lesen, es tut mir leid. Gegründet wurde, glaube ich, die Band 2006. Und ich habe sie dieses Jahr das erste Mal gesehen. Ich war vollkommen baff, auch gerade bei dem Bühnenbild. Absolut echt schicker Aufnahme dabei. Hammer. Was haben wir hier hin? Was haben wir hier hin? So. Ein Anhänger. Es sieht eher aus wie. Also ich. Das ist auf jeden Fall ein Oberkiefer. Aber von was kann ich euch nicht sagen. Bin ich auch nicht gerade der Beste da drin. Was die Analyse geht. Und ich denke mal so, ja, Kräuter zum Anzünden. Die wahrscheinlich, ja, und hier ist noch so eine Kohle drin. Ja, geil. Ja, ist ja richtig fett. Ah, das ist ja geil. Ich hatte es schon mal gehabt mit solchen Kräutern. Ist echt geil, muss ich sagen. Werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich weiß auch gar nicht so richtig, was das hier alles so ist. Irgendwas, ich kenne es, also ich kenne irgendwas daraus, aber ich kann es jetzt gerade nicht zuordnen. Lavendel vielleicht? Ich weiß nicht. Aber es riecht auf jeden Fall stark, schön. Tun wir gleich erstmal wieder hier rein, dass nichts kaputt geht. Ja, was haben wir noch Feines da drin? Wir haben noch zwei Shirts drin. Um das jetzt mal irgendwie so ein bisschen hinzubekommen. Schön. Hat mich auch. Das habe ich mir dazu mitgeholt. Das ist absolut wunderschönes Ding, keine Frage. Das ist, glaube ich, von der Box enthalten sogar. Ich finde das ja ultra geil mit dem Gesicht, ne? Ich finde das ja einfach ultra geil und gefühlt geisteskrank. Sieht so geil aus einfach nur. Holy shit, das ist einfach. Und dann hatte ich mir so gedacht, okay, das ist schon echt geil, muss ich mal sagen. Ne? Die Jungs, Hammer. Hammer. Wird auf jeden Fall noch schön eingerahmt. Kommt auf jeden Fall bei mir an der Wand mit. Habe ich gedacht, okay, jetzt passt es. Und dann gucke ich noch hier rein. Muss ich leider, weil es glaube ich ein bisschen genormt ist.
leider ein bisschen so aufmachen, sonst, ich glaube, die hätte ich nicht aus der Box rausgekriegt. So, und da kommt jetzt nochmal die große Vinyl davon. Jetzt bin ich ja wirklich mal gespannt. Krass, ah, oh, ist das geil. Mit Signaturen, ne? Also nochmal mit Unterschriften drin. Wahnsinn. Wahnsinn, und es sind zwei Stück. Ich gerade gar nicht weiß, was ich sagen soll. Alter, das ist jetzt noch so eine. Oh nee, ach komm, sagst du nicht hier. Oh! Ja, leck mich durch! Hammergeil. Ist das fett. Ist das geil. Wow. Ey, ich kann es gerade überhaupt nicht in Worte fassen, weil das ist einfach das Genuss. Das ist einfach purer Genuss. Krass, krass, krass. Dieser Inhalt von der Box und die Aufmachung, auch wie die Menüs und alles. Hammer. Ist, glaube ich, aber auch gesagt, eine limitierte Box, ist aber auch noch erhältlich. Also ich glaube schon, ich hoffe es. Aber wie gesagt, mit dem aktuellen Album hat man mich geflasht. Man weiß ja nur, dass ich jetzt nicht so gerade der extreme Freund des Black Metals bin. Da muss es mich schon sehr wegflashen. Und die Band hat es richtig derbe geschafft, auch gerade mit den Aussehen, mit dem Design und alles. Und dann, ja, das ist saugeiler Black Metal. Das ist. Nee, das fühle ich jetzt. Ich glaube, das Album haue ich mir dann auf dem Plattenspieler rein. Auf jeden. Denk, da werde ich mal richtig schön reinhauen. Aber wir können ja nebenbei mal für die Leute, die es halt nicht kennen. Wir gehen jetzt mal im aktuellen Album mal rein. Wir hören mal ein bisschen was mit an. Ich gucke mir noch mal ein bisschen was mit durch von den Vinylscheiben und lass uns einfach mal von den Klängen und Ergüssen. Ich tue noch mal so ein bisschen hier runter zoomen, dass ihr noch ein bisschen was seht. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Leute, das ist einfach der Hammer. So, dass ihr noch ein bisschen so mitgucken könnt. Ne? So, das ist mal drin. Ne? Jetzt tue ich noch ein bisschen was abspielen. Moment mal, sieh dir das an. Ah, ja, das sehen wir uns jetzt an. So mit Intro. Das ist geil. Das ist einfach nur geil. Wer bist du? Ich bin der Tod. Kommst du mich zu holen? Ich bin schon lange an deiner Seite gegangen. Das weiß ich. Bist du bereit? Mein Körper ist bereit. Ich nicht. Ah! Von allen Texten, von allen Songs doch mal die Lyrics und die Texte mit darin. Auch schön. Auch schön. Amen. Am Arsch, das ist geil. Ah, da krieg ich schon leicht Gänsehaut, ne? Also das schon. Wenn man sich da gerade so noch die Lyrics mit durchliest. Krass. Rausgekommen ist die Platte unter Thalheim Records und sind, glaube ich, aber auch noch bei Naturmacht Records noch mit, glaube ich. Aber stark, stark, sehr, sehr stark. Atmosphärisches Intro durch und durch. Hammerhart. Das.
Leute, was soll ich jetzt Großes dazu sagen? Das ist einfach nur geil. Das ist Hammer. Die wird so einen schönen Ehrenplatz bekommen. Haben wir jetzt nochmal alles. Die Platte. Da werden wir auf jeden Fall aufhängen. So geil. Shirts. Ja, bin nicht so der Zusammenfalten-Profi, ne? Also. Alle drei CDs. Der Patch, die Kette und das, ich denke, es ist ein Räucherset. So, die Klappe zu. Geil. Hammer, Hammer, Box. Ich danke auf jeden Fall für diese Hammer geile Box. Ich bin immer noch komplett geflasht. Ist echt krass. Vielen lieben Dank für das Zuschicken, für die Autogramme, also auch für die Unterschriften. Werd auf jeden Fall einen Ehrenplatz bekommen. Und lasst dieser Band einfach mal ein Like da. Zieht sie euch mal rein. Atmosphärisch schöner Black Metal. Absolut geil. Ja. Ihr hört die Klänge. Also. Vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank fürs Wiederanschauen. Fürs Unboxen. Bin geflasht. Ich weiß gar nicht, wo ich sie jetzt erstmal hinstellen soll. Ich glaube, die muss jetzt erstmal in mein Bett mit hausen. Nee, Spaß. Danke fürs Reinschauen. Wir sehen uns bald wieder. Ich bin's wieder, euer Brustelbuch.